UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigt sich angesichts der Eskalation der Gewalt im Gazastreifen und in Israel besorgt. Die Region stehe am Rande des Abgrunds, warnte der 74-Jährige. Deshalb forderte der Portugiese eindringlich die sofortige Freilassung der Geiseln sowie einen raschen humanitären Zugang zum Gazastreifen. Jedes dieser beiden Ziele ist berechtigt, sagte Guterres am Sonntag in New York laut einer Mitteilung. Dem Gazastreifen gingen Wasser, Strom und andere lebenswichtige Güter aus, erklärte Guterres. Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober Anschläge in Israel verübt und mindestens 1.300 Menschen getötet sowie zahlreiche Geiseln genommen. Als Reaktion nahm die israelische Armee den Gazastreifen unter Dauerbeschuss und riegelte das Palästinensergebiet vollständig ab. Dies gilt ExpertInnen und Experten zufolge als Vorstufe einer groß angelegten Bodenoffensive, für die Israel bereits 300.000 Reservisten eingezogen hat.